Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5, zu Grand Theft Auto 5. Ich bin der FeistMLP und ich begrüße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Grand Theft Auto 5. Nach langer Zeit geht es endlich weiter, würde ich mal so sagen. Wir haben ich habe länger nicht mehr GTA gespielt. Ich weiß auch gerade nicht, wo wir sind. Ach ja, stimmt, genau. Wir müssen, muss gerade meinen Ton lauter machen, ein wenig. Wir müssen für den Überfall, den wir planen, verschiedene Dinge machen. Hier zum Beispiel. Diese Mission. Denke, die werde ich auch machen. Sitzen hier mit Michael und so einem coolen Auto. Obwohl, ich merke gerade, das ist die falsche Mission, oder? Wir sind mit Michael dran, ne? Warte, okay. Ich glaube, wir haben gerade eine Nachricht bekommen, deswegen gucke ich mal. Bin dabei. Okay. Bin dabei, dir diese Ausrüstung zu besorgen. Wird noch eine Weile dauern, bis wir Schmuck kaufen gehen können. Verbringe den Rest deines Ruhestands am besten mit der Familie. Können wir den vielleicht anrufen? Ist ja egal. Müssen wir ja nicht. So. Okay. Also, wir können jetzt entweder so eine kleinere Mission für Franklin machen. Oder wir machen einen für Michael. Natürlich beides Möglichkeiten, die wir in Erwägung ziehen können. Und wir machen erstmal die Mission für Michael. Michael interessiert mich irgendwie einen Tick mehr und ich glaube, das ist auch eine Hauptmission. Deswegen, ich sag mal, eine vielleicht etwas wichtigere Mission als die. Ich glaube, die eine war mit Tonya, die eine für Franklin, und die andere weiß ich jetzt nicht genau, aber. Aber denke ich, ist jetzt auch nicht so interessant. Naja. Ja, das war natürlich scheiße von mir. Tut mir leid. War natürlich extrem scheiße, aber der Wagen scheint ja noch ganz in Ordnung zu sein. Nicht mehr weit. Wow. Wow. Jungs, Jungs, Jungs. Ich bin auch gerade dabei, einen Kanaltrailer zu erstellen. Aber wie gesagt, ich bin da noch nicht ganz fertig, vor allem weil ich will da noch ein, zwei Sachen reinbringen. Spiele, die ich zwar noch nicht angefangen habe, aber die ich so gut wie bald anfangen werde. Und deswegen. Naja. Wird der Kanal-Trailer auch noch nicht kommen. Also ich habe so gut wie alles zusammengeschnitten. Mir fehlen jetzt noch ein, zwei Spielszenen, sag ich jetzt mal noch. Und sagen wir drei Spielen, ist genau zu sagen, und dann könnte es eigentlich auch schon losgehen. Jake, wir machen jetzt hier die Mission. Ich gucke gerade noch, ob ich aufnehme. So ein Angstkontrollteil. Ja, seit 4 Minuten. Und die Stimme läuft auch schön weiter vor sich hin. So gefällt einem das. Und ja, okay, let's go. Genitals. Tricks up our sleeves, huh? Same. I'm just a nightclub singer with a broken heart. I still love you, Tony.
Come down about it. Damn. Jimmy! God damn it. The fuck you doing? Nothing. Really? Because I keep hearing hermaphrodite this, a cock that. Go away. What? Yeah, go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you! What the fuck? Disrespectful little asshole! I can't believe you did that! That's my TV! You don't talk to me like that! I can't believe you... Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole! Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want? To be hit by your son? Yeah! No! I just want you to do something! Besides, sit there, eating! Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Yeah. Bike ride, then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine, let's go on a fucking bike ride. Fuck me. We'll take a bike ride along Vespucci Beach, and I'll show you just what you want to see. Ja, es kann ja spaßig werden. Erstmal schön den Fernseher kaputt gemacht. Ey, so ein Fernseher hätte ich auch gerne mal bei mir zu Hause. Ja. This day was going so well until you showed up. You know that? Naja, gehen wir mal hier irgendwie zum Strand. Yeah, well, you're lucky to even be allowed out of the house after that boat stunt. What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. If I'm hanging with you, I'm listening to my music. Oh, hella yeah. How am I meant to develop my own moral sensibilities when yours are so unbelievably fuck-based? Don't push me. Seriously, some guys borrow your phone. Borrow? You were hiding in the head crying kidnapped. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right, they fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me. But I didn't expect or want them to get killed. You think I'm gonna let some guys ride off with my son? Look, I knew you were a bad guy, but... Oh, a bad guy. A crook, a killer, a thief, a liar. I guess I've been all those things one time or another, right? It's just... What? I always thought I was the good guy. God help the morally bankrupt planet your generation have left us if you're the good guy. Yeah. Anyway, I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way, but I hadn't, like... seen that happen before. Yeah, well, that's me. That's me, Jim. And I've been trying my best to get things under control for the last 10 years. But that was an extreme fucking situation. And I had to act. A normal person wouldn't have done that. Yeah, well, I had to. To protect you. Yeah, keep telling yourself that when you see their faces every time you close your eyes. Yeah, mm-hmm. Also ein echtiges Scheiß-Vater-Sohn-Problem. Aber was soll man dagegen machen, ne? Können die nur sich selbst helfen, außer mit einem Videospiel. Also was soll ich schon helfen irgendwie? Das wird sicherlich irgendwie wieder ins Ruder laufen, irgendwie in irgendeiner Weise. Durch irgendwelche Zufälle. Lamar, that's a funny name for a dude. Man, I heard he out here acting like it's 1992. He all off the chain, man. Hey, pull it together, man. Bring it. Here we are, the bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of, like, force of habit. Hey, man, what's up? Hey, what's going on, brother? Hey, girl. What's going on? Hey, you my dude, right? Ja, okay, dann holen wir uns mal ein Fahrrad. Hey, you. Two bikes. Take your pick. Nein, ich nehme das Grüne hier. Thanks. If I beat you to the end of the pier, you're buying me a new TV. Ja, okay. Also ein kleines End of the pier. Fine. But if you lose, you're gonna do something with your life.
Ja, okay, ich denke, wir können uns Zeit lassen eigentlich. Ein bisschen gechillt fahren. Der holt uns so schnell nicht ein. Denke ich. So schnell ist der nicht. Hat ja auch seine Drüsenprobleme. Oh. Sorry. Also der ist auch ein Tick schneller. Wow. Wow. Na, nun geben wir mal ein bisschen Gas. Damit der jetzt gar nicht an uns herankommt. Aber... pff. Wir sind ja eigentlich noch relativ topfit im Gegensatz zu unserem Sohn. Oh, ich denke, das können wir jetzt gechillt so einfach geradeaus langfahren. Sind sie auch schon so gut wie da? So, sind wir da. Looks like you're buying your own TV. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat. The one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. Ah! Dad, wait! Woo! No. Scheiß drauf. Okay, dann schwimmen wir mal zu dem Boot. Bisschen tauchen. Keinem Schaden. Okay, und gehen wir hier hoch. Irgendwelche Waffen? Ja, wir haben so eine Pistole dabei, aber ich denke, die brauchen wir erstmal nicht. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Shit, ain't cool, Daddy. Man. What are you doing? Hey. Ah, fuck, man. Come. I like that. What's the problem? You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass. These guys are serious. Yeah, well, so am I. What's the scene of my fucking boat? Oh, motherfuckers! Get on! Now! I'm about to skin you alive! God damn it!
go! Oh, Mann. Shit, they're coming after us! Go into the outlet! Alright, alright! Wow, das kam jetzt unerwartet. Das kam wirklich unerwartet, dass das jetzt so naja. Kam. OMG, they're coming! Go into that outlet! If you say so, Trace. Okay, fahren wir durch. They're shooting! They're epic shooting! Ja, ich weiß es. We'll lose them down here! Who the fuck are these people? Oh, you know! TV people, celebs, serious drug dealers! Well, since when did TV people and drug dealers start hanging out? Come on, Dad! It's Los Santos! My dad's the one you want to kill! He's on the front of this thing! Get away from them! Back up, you pricks! Whoa. Komm, das schafft. Wow! Jung! Come on, let us go! How is camping us going to solve anything? Looks like this is the way out! Oh mein Gott! Ich fahr jetzt einfach geradeaus. Junge, wir sind schneller als ihr. Da. Oh my god, god, they're gone. Oh my god. Oh, this is the worst. You see? They're gone. It's okay. I'll take you back to your brother. I bet it was a pleasure. You're only pleased when you're being shot at. No, I meant you don't have to thank me for saving your life from those maniacs. You didn't say that. You ruined it. There he is. Jimmy, you D-bag. Okay, he smashed my TV and he took me to the beach with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Ja, ja, so kann ein Familienabenteuer auch irgendwie in die Hose gehen. Oh mein Gott, Papis kleines Mädchen. Schnell wie ein Fisch, 1:07. Ja, haben wir leider nicht geschafft. Aber Silber, das ist ja auch in Ordnung, denke ich. Für meine Ansprüche. Doch erstmal eine Zigarre rauchen, ne? Puh, anstrengend der Tag heute. Oh mein Gott. Ja, okay. Michaels Ver... Naja, bitte speichern. Michaels Fahrzeug F620 wurde beschlagnahmt. Fahrzeuge können bei den Symbolen gegen eine kleine Gebühr ausgelöst werden. Alles klar.